Einfach viel Spaß, gute Unterhaltung und kluge Erkenntnisse mit Julia Enders. Bitte schön. Dankeschön. Ja, also wie man jetzt mitgekriegt hat, studiere ich Medizin und eine Sache für die Medizin eigentlich so am allergroßartigsten ist, sind ja eigentlich immer so Tee- und Kaffeekränzchen bei Tanten, weil man dann gefragt wird, was man studiert. Und während meine Schwester dann ungefähr eine halbe Stunde erklären muss, was Kommunikationsdesign so ganz genau ist, sage ich ein Wort, Medizin, und alle sind glücklich. Frohlockende Blicke durch die ganze Runde. Und das Ganze dauert leider nur so etwa 30 Sekunden an bei mir, weil spätestens dann die Frage kommt, und in welche Richtung willst du später mal gehen? Und dann muss ich so aus treuer Liebe blank ziehen und einfach sagen, seit dem ersten Semester bin ich total auf dem Darmrohr hängen geblieben. Es fing alles mal mit dem Anus an und hat sich zu meinem absoluten Faszinationsgebiet ausgeweitet. Dann verschwindet die Verzückung meistens und es wird unangenehm still in der Runde. Und vermutlich kann ich noch irgendwo in der hintersten Ecke vom Raum hören, wie man meine Schwester fragt. Und was macht man dann mit Kommunikationsdesign? Naja, und das finde ich schade, weil der Darm hat eigentlich eine Menge Charme. Und ich weiß nie so ganz genau, was meine Tanten denken. Sie sagen es mir ja nicht. Aber ich vermute einfach mal, es hat mit unfassbar viel Kot zu tun. In allen Erscheinungsformen und Substanzklassen, die Kot nur annehmen kann. Oder vielleicht auch mal mit Kot anderer, mit dem man nichts zu tun haben wollte. Obskuren Reinigungsmethoden, die uns ein bisschen fremd erscheinen. Oder auch Internetvideos, die so grafisch sind, dass es reicht. Ja, die Radiohörer verweise ich auf die Bilder auf der Internetseite. Oder auch Internetvideos, die so grafisch sind, dass es reicht, die Reaktionen darauf zu schauen. Aber auch die Wissenschaft hat Gründe, warum sie den Darm hasst. Das sind wenigstens aber auch die Gründe, warum er so faszinierend ist. Dass er die hundertfache Fläche der Haut hat. Ich könnte mich also 99 Mal neben mich stellen und das wäre dann die Fläche meines Darms. Dass in so einem engen Rohr so viel Immunsystem steckt. 100 Trillionen mögliche Bakterien leben hier und er bildet ca. 20 verschiedene Hormone. Also Leute, die sich da irgendwie von ihren Sexualhormonen leiten lassen, sind Minimalisten. Und das Nervensystem ist so selbstständig, dass wenn ich ein Stück Darm rausschneide, draufdrücke, dann grummelt er mir freundlich entgegen. Das macht Forschern Angst, das verstehe ich auch, es ist sehr komplex alles. Aber meine Oma sagt immer, wenn man was wirklich mag, dann macht man es einfach Schritt für Schritt. Wenn man dann in eine Pfütze tritt, wird auch nur ein Fuß nass. Deswegen würde ich sagen, wir gucken uns das Ganze mal im Schnelldurchlauf an. Gar nicht so schlimm. Da ist die Speiseröhre, die melkt das Essen einmal in Richtung Magen. Im Magen wird es geschaukelt und dabei zerkleinert und so häppchenweise weitergefüttert an den Dünndarm. Der Dünndarm knetet es magisch, wird beim Kneten ja immer weniger. Und am Ende kommt es unten raus, wird noch über den Dickdarm weitergeladen, dann sind wir hier, plopp, fertig. Das klingt jetzt gar nicht so wahnsinnig komplex. Aber wenn wir uns nur einen Aspekt daraus rauspicken, und das war bei mir der Anus, das habe ich mir auch nicht freiwillig ausgesucht, aber es war so, mein Mitbewohner kam in die Küche und sagt, Julia, studierst du auch Medizin? Wie geht Kacken? Und da habe ich dann gemerkt, okay, das ist irgendwie doch eine echt ganz spannende Angelegenheit. Wenn wir uns das mal genauer angucken, sehen wir, es gibt also zwei Schließmuskel, einen inneren Schließmuskel hier und einen äußeren Schließmuskel ungefähr hier. Und diesen äußeren Schließmuskel, den kennen wir eigentlich meistens alle ganz gut. Wenn ich zum Beispiel sage, könnt ihr bitte mal alle mitmachen, wenn ich mit meinem Mund mache, au, au, also au, au, sehr schön, aber mit dem Anus. Das sehen wir zwar jetzt nicht, aber es machen garantiert ganz viele gerade. Da merken wir, schön, ja, wunderbar. Da stellen wir schon mal eine Sache fest. Es ist kontrollierbar und wir können auch bewusst wahrnehmen, was da passiert. Das Ganze ist ein bisschen anders bei diesem inneren Schließmuskel hier. Wenn ich da sage, mach das Gleiche nochmal, das ist schwieriger. Das hat vielleicht da oder da mal geklappt, aber wahrscheinlich eher aus Versehen und ist auch gut so. Also was passiert da jetzt? Wir haben jetzt diesen angedauten Nahrungsbrei hoffentlich schon fertig verdaut und der kommt jetzt hier und stößt an diesen inneren Sphinkter.
Der macht reflexartig auf und lässt so einen Testhappen durch. In dem Zwischenraum zwischen diesem inneren Schließmuskel und dem äußeren Schließmuskel sitzen Sensorzellen. Diese Sensorzellen können bestimmen, ist das, was hier ankommt, gasförmig oder fest. Ja, dann schicken die das hoch dem Gehirn und das Gehirn weiß in dem Moment, ah, ich muss kacken. Oder eben auch gasförmig. Das Gehirn macht dann, was es mit seinem bewussten Bewusstsein so wahnsinnig toll kann, es stellt uns nämlich auf unsere Umwelt ein. Es sagt dann zum Beispiel, du, ich habe geguckt. Ich habe geguckt, wir sind beim Science Slam und weißt du, gasförmig ging vielleicht noch, wenn du so leise raustwitchen lässt. Aber fest wäre eher ungut. Dann vereinigen die beiden sich und schieben das so wieder zurück. Es kommt dann in die Warteschleife, weil raus muss es eh irgendwann. Nehmen wir aber mal an, wir sitzen gerade zu Hause auf dem Couchsofa und haben einfach auch nichts Besseres zu tun. Freie Fahrt. Das besonders Schöne, wenn man sowas erklärt hat und wirklich eine Belohnung eigentlich, sind die Fragen, die dann kommen. Meine Tante zum Beispiel hat mich eine gefragt und zwar eine tolle Frage. Sie hat gesagt, ja Kind hier, du erzählst mir was von gasförmig und fest, was ist mit flüssig? Ich weiß, dass mein Thema sich nicht besonders gut für Publikumsumfragen eignet, aber vielleicht kennt der eine oder andere das. Man hat Durchfall, denkt man muss pupsen und es geht in die Hose. Flüssig kennen diese Sensorzellen nicht, da werfen die so eine Art Zufallsgenerator an. Ja. Das ist ja schon eigentlich alles ganz faszinierend, aber es ist nur die Spitze von einem Eisberg. Es sind irgendwie ein paar Zentimeter, die wir bewusst wahrnehmen, kontrollieren, weiter hinten dann nicht mehr, aber was ist mit diesem ganzen kolossalen Rest? Und ich kann versprechen, da passiert einiges Außergewöhnliches. Und bevor wir ganz hier unten ankommen, in einem Bereich, den wir nicht kontrollieren, den wir nicht bewusst wahrnehmen, gehen wir nochmal, weil wir Schritt für Schritt gehen wollten heute Abend, an die Grenzfläche. Ich zeige euch jetzt also ein Beispiel, was wir zwar bewusst wahrnehmen, aber nicht wirklich gut kontrollieren können. Und dafür eignen sich ganz prima die 7 Basisemotionen. Hier mal 3 Stück. Überraschung, Freude und Trauer. Das sind Emotionen, wir empfinden die und im ersten Moment huscht diese Mimik, ist ja auch nur eine Muskelbewegung über unser Gesicht, wir können sie nicht kontrollieren und bei allen Menschen der Welt ist sie gleich. Egal wie die Erziehung ist, egal wie die Kultur ist, wir können sie auch bei den Menschen ablesen, ob jetzt irgendwie, was weiß ich, Ureinwohner oder Investmentbanker. Wir erkennen Trauer, wir erkennen Überraschung und auch Freude. Was hat das jetzt damit zu tun, was ich eben erzählt habe? Wir erinnern uns vielleicht an diesen inneren Sphinx, den wir nicht so gut kontrollieren können. Ebenso huschen diese Emotionen über unsere Gesichtsmuskeln und wir können sie nicht kontrollieren. Und so weit hergeholt ist das nicht, weil als wir kleine embryologische Zellhäufchen in der Gebärmutter waren, war hier oben, wo jetzt Gesicht ist, einfach nur mal Anfang des Darmrohrs. Ja, alles andere hat sich so danach drum gebildet, da hat man gesagt, okay, machen wir noch ein Gesicht drumherum, scheint gut anzukommen. Aber diese Muskeln, die so unkontrollierbar sind wie der innere Schließmuskel oder generell unsere ganzen Darmbewegungen, diese Anteile sind noch übrig und deswegen ist auch unsere Mimik manchmal so unkontrollierbar. Und das wirft für mich so ein bisschen die Frage auf, was passiert denn bei starken Emotionen gleichzeitig im Darm? Ist er auch mal ganz überrascht, aus dem Häuschen sozusagen, hat er bei Freude ein zauberhaftes Lächeln oder leidet er mit uns und ist auch traurig, wenn wir traurig sind? Ja, genau. Und damit kommen wir endlich zu diesem ganz unteren Bereich von dem Eisberg, nämlich zu einem meiner Lieblingsgebiete, wenn wir darüber nachdenken, wie Hirn und Darm verknüpft sind, ist einfach sehr wichtig, dieser dritte Bereich, den wir uns jetzt mal angucken, eine Welt, die völlig oder ziemlich unkontrollierbar und unbewusst ist, unsere Darmflora. Hier sind viele Mikroben aus unterschiedlichsten Völkern mit unterschiedlichsten Eigenarten, die zum Teil 2 Kilo schwer werden können. Also haben wir hier 400 Zuschauer, wir haben 800 Kilogramm Darmvolk, die auch hier heute den Science Slam besuchen. Und eigentlich auch sehr spannend daran ist es, wie diese Zusammensetzung entsteht, was eigentlich was sehr Individuelles ist. Unsere eigene Darmflora ist sehr speziell bei jedem und sind Entscheidungen, was wir essen, in welcher Umgebung wir uns aufhalten, wen oder was wir anfassen und wann wir unsere Hände in den Mund stecken und einfach interessante Verknüpfungen teilweise. So was wie unsere darmeigene Pokémon-Sammlung, wenn man will.
Und ein paar Dinge wussten wir auch schon, zum Beispiel unsere Blutgruppen entstehen durch die Interaktion mit Darmbakterien. Oder wenn wir ganz böse Darmbakterien haben, haben wir Durchfall oder solche Dinge. Aber die wirklich spannenden Dinge, die kommen erst so in den letzten Jahren drauf. Da sind Fragen, die die Forschung aufwirft, zum Beispiel, diese fusseligen großen Dicken hier, machen die mich dicker, wenn ich das gleiche esse wie Thorsten? Oder was ist mit denen, die hier so mit diesem Kehricht so schön den Dreck wegfegen, machen, säubern die meinen Darm, helfen die mir beim Giften, machen die im Superman-Kostüm mich irgendwie mutiger oder fröhlicher und die kleinen Geister da ein bisschen trauriger oder ängstlicher. Und dafür gibt es Studien und die sagen teilweise, die Tendenz geht zu, ja, vielleicht. Und das ist eigentlich was wirklich Spannendes, so ein bisschen die Bubble, für die ich brenne. Meine Doktorarbeit in dem Bereich ist einfach ein winziger Mosaik-Puzzlestein, in dem ich beim bestimmten Bakterium gucke, wie sich es an uns festhaftet, weil ja immer der erste Weg auch ist, dass sie einfach auch bei uns bleiben wollen und nicht durch uns durchflutschen. Bis ich da mal zu meinen Ergebnissen komme, kann ich auf jeden Fall hier rumtouren und euch erzählen, dass euer Anus sehr kommunikativ ist, dass man beim Lächeln von einer schönen Dame auch gern unpervers an ihr Darmrohr denken kann. Dass ihr allen Volk habt. Ihr habt allen Volk behandelt, hoffentlich auch gut. Und meine Tanten haben was Nettes, glaube ich, hoffe ich, gesagt. Sie haben gesagt, immer wenn ich jetzt aufs Klo gehe, muss ich an dich denken. Habe ich gesagt. Danke. Und das sage ich auch euch. Dankeschön fürs Hiersein, fürs Zuhören. Und vor allem danke meiner Schwester, weil sie das mit Kommunikationsdesign möglich gemacht hat. Julia Enders!